Reformationsfest, das feiern wir nicht nur, aber auch, weil ein Mann Mut hatte. Weil jemand sein Leben für die Wahrheit riskiert hat. Wenn man die 95 Thesen mal liest, sie sind ja mehr nach dem Titel bekannt, dann setzt sich dort ein Theologieprofessor aus Wittenberg kritisch mit dem damaligen üblichen Ablass auseinander. Aber das, was er da vor allem betont, ist, dass die Kirche das Evangelium von Jesus Christus in den Mittelpunkt rücken muss. Dass Nebenfragen nicht so betont werden, das war auch damals der Ablass, sondern dass das Evangelium von Jesus Christus und seine Gnade ins Zentrum gerückt werden muss. Und das war damals lebensgefährlich für den jungen Luther. Und es ist auch heute so, dass da, wo Geschichte geschrieben wird, immer Leute aufstehen, die es nicht anders können und sagen müssen, ich trete dafür ein, für das, was ich erkannt habe. Auch wenn ich da was riskiere, wenn ich da viel, ja, wenn ich sogar mein Leben riskiere. Und wir können dankbar sein, dass der Geist Gottes immer wieder Menschen dazu bewegt. Und Luther war dazu noch eine Sprachmacht verliehen, die uns heute noch prägt, ja, die deutsche Sprache erst begonnen hat zu vereinheitlichen. Und er konnte ganz hohe theologische Gedanken wirklich prägnant zusammenfassen. Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod. Er kann auch die Bibel hochpreisen. Die Landstraße ist sicher, ein Holzweg ist gefährlich, haben wir in Altenberg über den Sümpfen, ne? Das sind Holzwege. Gottes Wort führt zum Leben, aber Selbstgefälligkeit zum Tode. Oder er konnte auch sich über soziale Unterschiede äußern. Reichtum ist das geringste Ding auf Erden und das allerkleinlichste Geschenk, das Gott dem Menschen geben kann. Darum gibt unser Herrgott gewöhnlich Reichtum den groben Eseln, denen er sonst nichts gönnt. Man muss dazu sagen, Luther war selber sehr wohlhabend. Ne? Also er hat das immer mit einem zwinkernden Auge gesagt. Über Politik hatte Luther auch eine bodenständige Meinung. Die Welt ist wie ein betrunkener Bauer, hebt man ihn auf der einen Seite in den Sattel, so fällt er auf der anderen wieder herab. Na, Politik war auch damals ein mühseliges Geschäft. Das, was in der Reformation geschehen ist, dass die Kirche das Wort Gottes entdeckt hat. Und auch wenn es schmerzlich ist, dass die Kirche sich gespalten hat, so haben doch alle Konfessionen nun darum gewetteifert, wie die Bibel zu verstehen ist, dass man sie in den Mittelpunkt stellt. Und das ist immer wieder passiert, dass solche Erweckungen geschehen sind, wo die Bibel, wo im Haus Gottes das Wort Gottes entdeckt wurde. Man möchte es sich nicht glauben, aber selbst im Alten Testament gibt es die Geschichte vom König Josia, der ist fromm und er lässt den Tempel renovieren. Und da werden auch Nebenkammern ausgeräumt. Da kommt ein Priester zu ihm und sagt, guck mal, ich habe dieses Buch gefunden. Er sagt, er lies mal vor. Und dann ist das das zweite Buch Mose, was gar nicht mehr bekannt war zu seiner Zeit. Und das, er lässt es vorlesen, das ganze Volk tut Buße und sie setzen das Osterfest, also das Passafest, wieder ein und fangen an, der Befreiung Gottes zu gedenken, dass er sein Volk befreit hat. Und das muss immer wieder geschehen in der Kirche, damit sie die Welt verändern kann. Uns ist heute ein Text aus der Heiligen Schrift aufgetragen, der steht im Brief an die Galater. Galatien, das ist eine Provinz, eine Gegend in der heutigen Türkei an der Südgrenze. Da hatte Paulus Gemeinden gegründet und er schreibt das sozusagen an diese verschiedenen Gemeinden. Dort waren es Heidenchristen hauptsächlich, also so wie wir, Christen, die vorher keine Juden waren und nicht im Bund mit Gott standen. Und nachdem Paulus sie verlassen hatte, zog weiter auf seiner Missionsreise, kamen wahrscheinlich aus Jerusalem Prediger, die sagten, ja, ist ja schön, dass ihr an Jesus, den Messias von Israel, glaubt, aber kennt ihr denn das Alte Testament gar nicht richtig? Ihr müsst euch unbedingt beschneiden lassen, ihr müsst unbedingt die Speisegebote einhalten, unbedingt die Feiertage von Israel feiern. Und Paulus, der schreibt da ziemlich drastisch und ermahnt die Galater und ruft sie zum Evangelium zurück. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist.
Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Gott segne dieses Wort an uns. Amen. Ich möchte diesen Predigtext in drei Punkten zusammenfassen. Die Rechtfertigung durch Christus erstens besteht nicht aus dem Weg der Beschneidung, sondern zweitens in der Glaubensgerechtigkeit und drittens in dem Weg der Liebe oder in der wirksamen Liebe. Eine Freundin von mir, die hat nach der Schule eine Bibelschule absolviert mit Jugend, mit einer Mission, und da war sie auf einer Base, so nennt man das da, in Australien, und da waren hauptsächlich US-Amerikaner und Australier, also so aus dem angloamerikanischen Raum. Studenten, war alles auf Englisch, und sie lasen zusammen in der Bibel die Geschichte von David, wie er noch als Kriegsherr, noch nicht als König, Philister töten muss für Saul und ihm als Beweis Vorhäute mitbringen muss, weil die Juden ja beschnitten sind, auch damals, und das der Beweis war, dass er nicht Juden getötet hat. Und sie saß damals in der Runde, so im Bibelgespräch, und sagte, also Beschneidung, wer ist denn heute noch beschnitten? Und alle erröteten und senkten den Kopf, denn was die Freundin nicht wusste, in Deutschland ist die Beschneidung der männlichen Vorhaut sehr selten, aber in den USA eine hygienische Routinemaßnahme. 70% der Männer in den USA sind beschnitten, auch der Christen. Also nicht nur, wenn sie Juden waren. Das war ihr natürlich sehr peinlich, aber sie war danach schlauer. Paulus geht es hier um eine andere Beschneidung, nämlich die im Alten Testament den Bund Gottes mit Israel schließt. Sie ergeht bereits an Abraham. Er sagt, ne, dass Abraham sich beschneiden lassen soll und seinen Sohn am 8. Tag. Und so haben es die Juden bis heute. Das ist damals da, damit Israel als Volk Gottes abgegrenzt ist von den anderen Völkern. Israel bekommt ganz viele Gebote, auch das Speisegebot, kein Schweinefleisch zu essen, damit sie nicht mit anderen Völkern zusammen essen. Weil wenn man zusammen isst, dann ist das schon nicht nur einfach gemeinsames Essen, sondern es ist Gemeinschaft. Da verlieben sich die Kinder, dann werden Ehen geschlossen. Und damit Israel treu diesem einzigen Gott dient und nicht andere Götter annimmt, hat Gott ihnen verschiedene Gebote gegeben, die sie absondern. Und Israel und die Juden müssen bis heute schmerzlich erfahren, dass natürlich an dieser Beschneidung sie klar zu identifizieren sind und nicht verleugnen können, dass sie zum Volk Gottes gehören. Aber Jesus Christus, er hat nicht das Gesetz Gottes und die Bibel abgeschafft. Paulus kann sagen, ich glaube jedem einzelnen Wort, was darin steht. Steht in Apostelgeschichte. Sondern Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Das ist etwas anderes, als dass man einfach sagt, das gilt nicht für uns, das ist Quatsch, das ist alt. Nein, es ist das heilige Wort Gottes, auch das ganze Alte Testament. Aber Jesus Christus hat es erfüllt, indem er nämlich den Bund vollendet hat, Gottes. Vorher war exklusiv Israel ausgewählt und jetzt sollen alle Menschen zum Glauben an Jesus gerufen werden. Deswegen sind alle Gebote, die mit dem Opfer im Tempel zu tun haben, erfüllt, weil Jesus Christus das einzige wahre Opfer gebracht hat, wo es Vergebung der Sünden gibt. Das Neue Testament ist überzeugt, dass die alttestamentlichen Opfer nur auf Jesus Christus hinweisen. Jesus Christus erklärt auch alle Speisen für rein, sodass wir im Christentum eine der wenigen Religionen sind, die keine Speisegebote haben von der Bibel her. Und als Zeichen dafür hat Jesus auch nicht die Beschneidung für die Christen übernommen. Und Paulus führt das hier ganz klar aus. Und nun gibt es eben die sagen, nein, du musst als Christ auch noch das erfüllen. Und da sagt Paulus ganz klar, nein, du bist dann schuldig, das ganze Gesetz zu erfüllen, das, was Israel nie geschafft hat. Und da steckt ein ganz menschliches Bedürfnis dahinter, nämlich das Evangelium von der freien Gnade, dass wir auf Jesus Christus angewiesen sind und bleiben, dass das uns Menschen nicht mehr reicht, dass wir Menschen selber Pluspunkte vor Gott erwerben wollen, dass wir uns selber retten wollen. Und das ist eine riesige, große Zumutung des christlichen Glaubens, die uns Menschen lehrt,
ich brauche Hilfe. Deswegen fällt es vielleicht auch Männern besonders schwer, an Jesus zu glauben. Wir haben jetzt auf der Rüstzeit, hat es in einer Gruppe, war der Text von der Fußwaschung Jesu dran. Und mein Kollege hat das dann ganz praktisch ausprobiert und gesagt, wer will sich ja mal die Füße von mir waschen lassen, dem Pfarrer. Und die größten Jungs mit der größten Klappe, die haben sich natürlich nicht getraut. Es waren die wahren Helden, die sich das getraut haben. Und er sagte, dass uns das so schwer fällt, zeigt auch, dass wir uns nicht gerne helfen lassen. Das Schlimmste ist doch, wenn wir krank sind oder in Quarantäne oder sowas, dass wir auf einmal auf Hilfe angewiesen sind. Anderen zu helfen ist viel leichter, als selber Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und auch wenn wir alt werden, ist das besonders das Schwere, was uns so demütigt. Paulus spricht sich deswegen drastisch gegen die Beschneidung aus, weil er sagt, es steckt das dahinter, dass du selber das Gesetz erfüllen willst und das kannst du nicht, weil du bleibst bis zum Himmel auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz angewiesen. Er selber kann auch ein ganz entspanntes Verhältnis zur Beschneidung haben, das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Da bekommt er einen neuen Mitarbeiter, Timotheus, ein junger Mann, und der ist halb Grieche, halb Jude. Und weil Paulus auch bei den Juden um Jesus werben will, lässt er ihn einfach beschneiden. Sagt, da ist die Akzeptanz größer. Also das heißt, eine Beschneidung, sei es aus medizinischer Sicht oder aus anderen Gründen, ist nicht das Problem, sondern die Beschneidung, um das alttestamentliche Gesetz zu erfüllen. Das lehnt Paulus klar ab, weil er sagt, wir schmälern damit das, was Jesus Christus getan hat, seinen Sühnetod. Und das ist das Größte in der Kirche, und das können wir immer nur loben. Denn der Weg der Rechtfertigung besteht in der Glaubensgerechtigkeit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, und so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Luther war aus tiefster Überzeugung ins Kloster gegangen, weil er Gott gefallen wollte. Da gab es die Geschichte mit dem bei Stotternheim, mit dem Unwetter, wo er Lebensangst hatte, Todesangst hatte, und hat Gott versprochen, beziehungsweise der heiligen Anna, ich gehe ins Kloster, wenn du mich hier lebend rausholst. Und äußerlich hat Luther da ein ganz vorbildliches Leben gelebt. Er hat in der Bibel gelesen, er hat studiert, er war auf dem Weg, Gelehrter zu werden, er war schon Priester, hat mehrmals täglich gebetet, hat äußerlich keine Sünden begangen. Aber innerlich merkte er, wie er rebelliert hat. Denn Luther kannte die Bergpredigt, den heiligen Willen Gottes, nämlich wie ihn Jesus Christus uns ausgelegt hat. Da geht es eben nicht um Opfer, nicht um Speisegebote, sondern darüber, wie unser Herz tickt. Ich möchte einige Spitzensätze aus der Bergpredigt mal vorlesen, und die haben es echt in sich, was Jesus da sagt. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Wer sich diesem Anspruch aussetzt, der wirklich sein Leben danach prüft und seine Gedanken, der merkt, das schaffe ich nicht ins Letzte. Ich brauche Vergebung. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, die ermöglichen diese Vergebung. Das, was Jesus da sagt, ist nicht falsch. Das stimmt, wenn wir alle so danach leben würden und könnten, wäre diese Welt viel, viel besser. Aber wir brauchen die Vergebung durch Jesus Christus, die Erneuerung durch den Glauben. Und Glaube heißt das Vertrauen darauf, dass nicht ich durch mein Tun in den Himmel komme, sondern dass Jesus Christus das geschafft hat. Und dass ich nach dem Tod dadurch in den Himmel komme, dass ich sage, ich gehöre zu Jesus Christus und den Verdienst, den er erworben hat, den rechne ich mir zu. Darauf zu vertrauen und darauf zu leben, das ist diese Glaubensgerechtigkeit. Das bringt dich in den Himmel.
Hast du diesen Glauben schon angenommen, dieses Rettungsschiff bestiegen? Das Reformationsfest ist ein wunderbarer Tag, sich dessen bewusst zu werden, zu sagen, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Nicht tausche deine Schuld und dein Versagen gegen die Gerechtigkeit von Jesus Christus und folge ihm nach, denn das folgt daraus. Drittens, die Rechtfertigung durch Christus wirkt die Liebe. Ich lese es nochmal vor, Paulus sagt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Das ist nicht wichtig, ne? Relativiert auch seine Sätze gegen die Beschneidung, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Paulus stellt nochmal klar, ne, auf die Beschneidung kommt es nicht an, sondern auf das Vertrauen, auf den Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube, das ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten, das auch, sondern es ist ein festes Vertrauen, was dein Leben verändert. Dass sich dein Leben verändert, ist nicht Voraussetzung dafür, dass du in den Himmel kommst. Das bewirkt das nicht. Aber wenn du das erkannt hast, diesen Glauben, dann verändert sich dein Leben. Das ist eine Folge. Das ist etwas anspruchsvoll, das Evangelium. Aber so steht es in der Schrift. Dass wir durch Christus gerettet sind als Christen, ist eben kein Freifahrtschein zu sagen, ich mache, was ich will. Das ist nicht, diese Freiheit ist nicht gemeint, sondern die Freiheit, das Richtige zu tun, erst das ermöglicht wird, weil wir wissen, Gott, der Vater, liebt dich so sehr, dass er sogar seinem einzigen Sohn erlaubt hat, für dich in den Tod zu gehen. Und dieser Glaube, wenn wir ihn begriffen haben, der wirkt sich aus, dass wir gute Taten tun und wegen mir auch gute Werke. Der Herrenbruder Jakobus, der sagt das ganz klar und rüttelt eine lasche Christenheit da auf im Jakobusbrief. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und das versuchen wir auch den Konformanten beizubringen, zu sagen, ja, Jesus Christus, der Vater, liebt euch, das ist die Voraussetzung. Aber ihr braucht auch eine klare Entscheidung für ihn und das wirkt sich dann aus. Wir haben da am letzten Tag einen praktischen Arbeitseinsatz gemacht, dafür die Kirchgemeinde Äpfel gepflückt, Laub gerecht, sauber gemacht, geholfen. Also dass ein Christ dient anderen. Und diese Auswirkungen, sie sind eben einerseits im Dienst und andererseits auch in meinem Charakter. Paulus schreibt später im Galaterbrief von der Frucht des Geistes. Und die soll sich in unserem Charakter immer mehr durchsetzen, dadurch, dass wir auf Jesus Christus schauen und immer wieder durchbuchstabieren, was heißt denn Rechtfertigung? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Jeder kann sich heute fragen, wo ist mein Glaube aktiv in der Liebe? Wo tue ich etwas für Jesus und in seinem Namen für meinen Nächsten? Denn Jesus ist es wert, dass wir das tun. Und wenn wir da einen Mangel bei uns spüren, dann heißt es immer wieder hin zu Jesus, sich von ihm und seiner Vergebung beschenken lassen und dann wieder hin zu dem Nächsten und Gutes zu tun. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle eure Vernunft, der bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.